machen, was du sagst. Ja. Als wärst du mein Boss. Ganz genau, ja. Bezahlst du mich? Hey, Vorsicht! Die Tauchkamera war wahnsinnig teuer. Brüderchen, sei cool. Was? Julia und Conrad sind, tja, also alle beide stinkreich. Und? Reg dich nicht über Kleinscheiß auf, Mann, bleib cool. Lass mich nicht bereuen, dass ich dich mitnehme. So, und damit willkommen hier zurück bei Man of Medan. Ja. Mit der Tisaya. Ja, hallo. Es gab gerade ein paar kleine technische Schwierigkeiten. Ernsthaft? Ich dachte, ich bin eingeladen. Minimal. Brad, du bist nicht hier, weil du mein Bruder bist. Ich meine, du bist mein Bruder, aber ich meine so wie Kumpels, weißt du? Ja, wow, schon. Die Antwort, Alter. Wir sind einfach hier zum Abhängen und chillen. Was zum Teufel laberst du da? Lass uns legendär chillen, Mann. Okay, Amigo, die Kavallerie ist da. Cool. Sorry, ich hab Stress. Wer hätte gedacht, dass ein Medizinstudium so schwer ist? Überraschung. Und Mann, diese Fernkiste mit Julia ist echt hart. Hm. Bingo. Wie gerufen. Was? Conrad meint, wir haben zu wenig Bier. Ah, dann werde ich die hier wohl mal besser verstecken. Ja. Yeah. Hey, ich bräuchte mal deine Meinung. Klar, zu was? Es gibt da eine Sache und ich versuche mich zu entscheiden. Dein Medizinstudium? Nee, aber eine von diesen wichtigen Entscheidungen, weißt du? Und ich weiß nicht, was richtig ist. Es ist geil, dass ich dir jetzt irgendwie einen Rat geben soll und ich weiß, worum es geht. Bist du sicher? Denk mal drüber nach. An die ganzen Konsequenzen. Oha! Hey! Boah! Boah! Wenn du wüsstest, was du gerade gesagt hast, ne? Das hab ich ja mitbekommen. Oh. Oder hat er was ja, anderes? Ja, aber in welcher Verbindung, Alter? Hey, wie geht's, Conrad? Hm. Vorsicht, Jules. Ein Ladykiller. Freut mich, Conrad. Das ist Brad, mein kleiner Bruder. Hey. Bradley! Hey. Ich glaube, ich kenne dich schon, hab viel von dir gehört. Ja, gleichfalls. Hab ich dir gefallen. Hey, Lust auf ein Bierchen? Jede Sekunde. Klar, cool, super. Ich liebe Bier. Guter Mann, Radical. Mords Must hast du da. Must tief. Ruinier's nicht. Ist Julia. Bist du schon mal getaucht? Eigentlich nicht. Hab ich noch nie gemacht. Wasserjungfrau. Cool. Hey, das ändern wir heute. Gemeinsam. Bin auch ganz lieb. Wo ist überhaupt der Kapitän von diesem Kahn? Da kommt er. Bier. Der Kapitän. Kapitän. Aber das ist ja nicht sie. Ich würde ja sagen, macht's euch bequem, aber... So, alle an Bord und bereit abzulegen? Ich glaube, die waren gerade extrem verwirrt, dass sie die Kapitänin ist. Irgendwie schon. Du hast dir recht, ist Captain. Das gute Bier! Das war... Oh, wie gut. Oh je.
Wow. Ganz genau, lass alles raus. Oh, ja. Willst du dich mal hinlegen? Ja, ist eine gute Idee. Oh Mann. Dann zeig mal die scharfen Fotos. Wie wir es hier drüben. Ganz schön weit draußen. Ich suche bloß Alternativen, falls wir nichts mit der Tauchkamera finden. Ganz ehrlich, ich habe noch nie von eurem Wrack gehört. Normalerweise wimmeln Wracks von Tauchern. Ja. Das sind immer dieselben. Hä? Das hier ist anders. Ich meine ja nur, wenn es vielleicht zu spät wird, kenne ich ein paar gute Stellen. Brad weiß, was er tut. Das Wrack muss hier sein, wenn er sagt. Okay, du bist der Kunde. Ich meine ja, das Tageslicht ist irgendwann weg. Ich helfe Conrad und Julia mit der Kamera. Was gibt? Kann ich nur ganz kurz sagen, wie mich das stresst, wenn die ganze Zeit oben steht, ja, Kurs aktualisiert, Eigenschaften aktuell, ich weiß nicht, was alles. Das ist irgendwie sehr oft, ne? Ja, und ich weiß nicht, halt, Eigentlich sollte ich das ja der Hafenbehörde melden, als unregistriertes Wrack. Tja, eigentlich. Wollt ihr euch nicht an die Vorschriften halten? Du meinst, wir sollen nicht tauchen? Vorschriften? Sind wir im Kindergarten? Ich muss darauf hinweisen. Wir sehen uns doch bloß um. Kriegt doch keiner mit? Gut. Aber beeilt euch. Und fasst bloß nichts an. Ach, ich kann es kaum erwarten, als Erste da unten zu sein. Stell dir das vor. Unberührt. In ein paar Minuten solltet ihr runter können. Ich nehme die Flaschen. Ihr Jungs checkt nochmal alles. Seht ihr mal die Kamera an, ob da was Brauchbares drauf ist. Klar, Ma'am. Hey, sieh doch mal nach deinem Bruder. Mag sie nicht. Also noch sind wir ja zusammen, ne? Das heißt, dass wir jetzt auch noch zusammen im Teamspeak reden werden. Ja, ich habe mich vorhin nur schon ganz kurz gemutet, weil das ein Ding war, halt, was du dann so quasi nicht unbedingt hättest hören müssen. Ich hoffe, das ist okay. Ja, ja. Und das ist so cool, dass man da navigieren kann. Oh. Nice. Okay. Jo. Hey, hey. Hi, Süßer. Störung ist immer ein bisschen... Ja, das geht mir genauso. Das ist so ein bisschen... Fast fertig. Cool. So, was haben wir hier? Aha, ein Ausweis. Hier hängt ein schönes Bild und was ist da? Okay, Schrank. Wie er sich bewegt. Was versteckst du vor mir? Schrank. Nice. Okay. Interessant. Was ist das? Alex. So, was haben wir hier noch? Können wir mit dem Kapitän reden vielleicht? Ja! Moin. Lass mal einfach so irgendwie ein paar Sachen hier durchsuchen. Warum nicht? So. Ja, sorry wegen vorhin. Alle sind einfach etwas... Wir haben das hier schon ewig geplant. Verstehe ich. Aber es gibt Regeln. Gesetze und Bräuche. All diese Regeln sind doch ganz einfach. So, geht's ihm gut? Das Bier hätte ich besser gelassen. Alles cool, Brady. Wir sind dann oben. Hasta la vista. Warte, was? Ich komme nach dem... Schweinkotzen. Wow, das ist voll daneben. Weißt du was?
Ich kann euch nicht aufhalten, aber halt dich da unten an die Regeln und mach nichts, was mich später den Arsch kostet. Ja, du bist mega höflich. Ich hab's schon mitbekommen. Danke. So, warte ganz kurz. Nee, Danger, geh mal da weg. Geh da mal weg. Ich hab schon geklickt. Irgendein Ausweis. Nein! Das ist eine Fälschung. Hä? Ja, genau deshalb. Das habe ich nämlich gerade gesehen. Kann ich dir den einfach abgeben? Und ich wollte schauen. Huch. Ja. Ich kann jetzt nicht lesen, was drauf stand. Kannst du gleich machen, nur ich wollte nachschauen. Ob das wirklich... Aber er hat ja auch gerade gesagt, das ist eine Fälschung. Also ist sie vielleicht wirklich gar keine Kapitänin? Das wäre nicht cool. Also, ich meine, nein. Bei mir geht der Text so schnell weg, dass ich gar nichts lesen kann davon. Du musst gedrückt halten. Ach, ja. Oh. Nochmal. Vorahnung. Okay. Gott. Ach, die Steuerung. So. Guten Tag. Oh. Hier komme ich auch rein. Oh, der ist nicht mal lange haltbar. Ich glaube, Julia hat echt alles. Der läuft in ein paar Tagen ab. Real Life-mäßig. Echt? Oh Gott. 31.12. Crowd of Innocence. Warum? Okay. Warum kann ich mir das ansehen? Und warum schnüffeln wir in ihren Sachen herum? Ja, das habe ich mich auch schon gefragt. Hast du auch Parfüm gefunden? Was, Parfüm wo? Okay, dann geht das wahrscheinlich nicht mehr. Ich habe nur ein Buch gefunden. Lass bitte die Finger von mir noch reden, von denen du nichts verstehst. lass doch mal besser in Ruhe. Okay, wie konnte sie das gerade wissen? What the fuck? Was wissen? Ich habe an der Tür gerüttelt, die nicht aufgeht, und sie hat gesagt, lass das mal lieber besser in Ruhe. Sorry, das Bierchen war dann doch zu viel. Nein, sie meinte mich. Weil das war gerade. Weil, ja, es war Zufall. Ich habe hier oben an diesem Teil darum gespielt. Hey, gehört alles zum Alter, wie große Zufall ist es, dass wir beide das gleichzeitig machen? Die Regeln hier draußen gibt's nicht ohne Grund. Ihr solltet das respektieren. So, das heißt, mein kleiner Bruder kann jetzt nicht mehr. Meine Schwester wird gerne mal. Nee, der kotzt noch. Nee, der kann leider nicht tauchen gehen. Manu. So kann man's auch sagen. Hier, ich guck mir den jetzt nochmal an. Und Bräuche. Denen gebührt Respekt. All diese Regeln sind doch ganz einfach. Wie viel Erfahrung hast du denn mit solchen Tauchgängen? Oh, ich habe Erfahrung. Da, wo es drauf ankommt, verstehst du? Ja, verstanden. Und ignoriert. Du gibst nicht so schnell auf, was? An euch alle, das hier könnte auch ein Kriegsgrab sein. Störung wäre illegal und unmoralisch. Wütend bist du sogar noch schärfer als so schon. Und ich stehe auf scharfe Sachen. Du hast praktisch noch niemals in deinem Leben mit einer Frau. Bist du für einer? Ja, ich mach dem jetzt klar. Ja, einmal im Kreis drehen, juhu. So. Mann, Steuerung. Jetzt ohne Spaß. Kann ich bitte hier so. Wann können wir denn so die ganzen. Okay, also. Das ist das Kreislaufgerät. Viel cooler als alles, was sie so aktualisieren, das dass wir das irgendwie das ansehen CO2, können. Ich weiß nicht, ob man sich das ansehen kann und wenn ja, wie. Und verringert beim Auftauchen die Dekompressionszeit. Echt klasse. Ja, voll super. Okay, O2-Check fertig. Wow, immer mit der Ruhe. Check erstmal dein O2. Dein O2, So. Danke für deine Hilfe. Okay, ihr Clownfische. Ich guck mal, was Fliss gerade so treibt. Benimm dich, Conny. Huch. Obermaat gefällig, Captain? Bin auch gerne Untermaat. Du gibst echt nie auf, oder? Tauchen die jetzt oder nicht? Das ist so lustig. Boah, sie hat ich weiß, das Warten ist unerträglich, aber bald sind wir allein.
Und es wird immer besser. Also gut, Kinder. Ab die Post. Ja, ich mag sie zwar nicht, aber... Bitte die Regeln nicht. Für uns beide ganz allein. Mit Bangstick oder ohne? Da platzt der Buhkabine glatt ein Bullauge. Was? Was? Hast du das auch gerade gehört? Was? Irgendwie platzt da ein Bullauge. Okay. Warum nimmt sie jetzt den Stock nicht mit? Bist du doof? Warum machst du das? Nimm doch den Stock mit, wenn dein Hai ist, dann kannst du ihn auf die Schnauze hauen. Ja, das ist sogar ein Flugzeug. Ich dachte erst, es wäre ein Schiff. Echt ein Flugzeug? Wird das nicht auch ein U-Boot sein? Nee, glaub nicht. Lecker. Es gibt sehr viele Totenschädel hier. Hey! Rein ins Kühlhaus! Übrigens, ja. Passt auf die Zeit? Hoppla. Ja. Alles gut? Okay. Mehr oder weniger? Schade, dass Fliss so verklemmt ist. Sie tut ja, als wollten wir das Flugzeug plündern. Sind wir jetzt getrennt oder nicht? Souvenir wäre cool. Bist du gerade Konrad oder wie der heißt? Doch bestimmt niemandem weh. Also ich bin im Tauch am Tauchen, ne? Oh, ich nicht. Das Wrack wird ja auch nicht täglich okay, überprüft. Tschüss. Dann sind wir jetzt getrennt. Ja. Bis gleich. Diese Form. Das muss es sein. Oh, ho, ho. Das ist ja viel größer, als ich dachte. Scheiße. Ziemlich unbeschädigt. Das ist ein sensationeller Fund. Suchen wir nach einem Weg ins Innere. Ja, ist ein Flugzeug. So, und wie wir schon in den letzten Parts gesagt haben, eine Luke, da kommen wir durch. Sobald wir uns nicht sehen, sind wir gemutet, damit wir uns nicht stören in unseren eigenen Parts, wo wir jetzt unsere eigenen Rollen spielen. Und ich hoffe, mit dem Sound ist alles okay, weil gerade... Oh nein, Mist! Wie dumm. Gefährlich sein. Hab doch erst Heavy Rain gezockt. Ladies first. Quicktime Events müsste ich jetzt eigentlich drauf haben. Ich will nur mal kurz anmerken. Heilige Scheiße, Alex, wir haben's geschafft. Ist doch unglaublich. Was ist das? Oh. Wir haben wieder eine Erinnerung oder irgendwie eine Vision. Eine Vorahnung. Oh, die müssen wir uns irgendwie alle merken. Julia, stopp! Da fliegt was weg. Hast du nur ohne Tauchgerät rein? Zu riskant. Das Rohr ist ziemlich eng. Wenn du ohne Kreislaufgerät stecken bleibst. Ich krieg jetzt schon keine Luft. Oh nee, das will ich nicht riskieren. Ist vielleicht noch nicht. Andererseits könnten wir coole Sachen finden. Oh, Patronenhülsen, oder? Nee, Patronen. Ja, Hülsen. Einschusslöcher. Geheimnis. Der ganze Rumpf durchsiebt. Brad flippt noch aus, wenn er das sieht. Hier ist Julia. Was geht's? Wie läuft's da unten? Irgendwas gefunden, das man in Ruhe lassen sollte? Mhm. Nicht so neugierig. Wir verraten nicht, dass wir hier voll coole Sachen finden. Entschuldige meinen Ton vorhin. Das ist mein Job. Ich muss euch auf rechtliche Folgen hinweisen. Keine Sorge, wir sind schon bald wieder oben. Okay, verstanden. Das klang jetzt komisch. Wir wollen mal jetzt uns auch ein bisschen versuchen zu versöhnen mit der, damit wir noch ein bisschen schnüffeln können. Ah, ich glaube, ich hätte da vorne doch rein... gehen sollen. Was haben wir da? Sieh mal. Im Bombengestell hängen Rettungsboote. Interessant. Eins von den Rettungsbooten fehlt. Ob sie es benutzt haben? Mal sehen, was es sonst noch gibt.
Frag mich, was Tessaya jetzt da oben macht. Wir müssen die Aufnahme beenden. Tessaya, hallo? Ja, hi. Wir sind am Ende des Parts. Oh, okay, ja gut. Dann würde ich sagen, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Es geht dann in der nächsten gleich weiter, würde ich sagen, ja? Genau. Und ja, danke fürs Sehen und Danger. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Haut drin, bis dahin. Tschüss.